Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Xenoblade Chronicles Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You und wir machen hier einiges heute. Habe ich zumindest vor. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Genau. Zwar müssen wir erst mal gucken, wegen dieser Grenzdorf-Herausforderung, ob wir die haben, die Grenzdorf-Herausforderung 3. Da hier unter Umständen ja in der Nähe gleich ein Gegner sein könnte, den wir unter Umständen nicht töten sollten. Na, komm. Lad halt mal, Kollege. Genau, hier, Missionen. Grenzdorf. Wo ist es denn? Hier unten ist es. Da könnten wir auch einfach nach oben machen können. Herausforderung. Monster Teil 2, Teil 3. Kurz Moment. Was ist das hier? Vapolachse. Teil 3 haben wir. Amos Ogas. Ah, hier, Herausforderung 3. Das hier wird sein. Faulen Bluko bei den gelben Blumenwiesen in Magna. Nur nachts anwesend. So. Gut zu wissen. Die Mission haben wir. Da müssen wir keine Angst haben. Den hauen wir mal um. Weil der sowieso nichts oder was gegen uns hat. Die sehen aber auch tatsächlich ein bisschen anders aus, finde ich. So, hier Schaden. Wie viele Skills man hier auch immer einwenden muss, das ist der Hammer. Ich bin da teilweise ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Heilen wir uns mal. Hätten wir gar nicht gemusst. Oh ja, aber ich... Oh, da ist wieder so ein ganz großer, ey. Was ein Scheiß. Wie kommen wir denn an dem vorbei, ohne das? Was? Katze auch. Thema und ihre Stretch-Übungen am Fernseher. Komme ich überhaupt nicht drauf klar. Einfach mal hier dran vorbeiklettern. Aber ich will hier nämlich zu diesen roten Punkten, meine Fresse. Gucken wir hoch. Yeah, wir haben Seetangpilze genug. Yeah. Ich bin begeistert. Was bist denn du? Ein Plasma-Robter? Und du? Ein normaler? Warum sind hier so viele rote Ausrufezeichen? Ich check's gerade nicht. Das ist die gelbe Blumenwiese hier vorne, oder was? Magna D-Raub. Okay. Den greifen wir mal an. Oh, da gibt's viele davon. Ein bisschen ungeil. Was ist hier los? Machen wir mal den Aura-Kram. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die vielleicht sowas haben könnten. Ein bei uns. Was? Wie haben wir denn so viele jetzt schon überhaupt? Wie viel gibt's denn davon? Wir sind noch gar nicht richtig angefangen. Oh, Dreierkette. Hier, komm. Den zeigen wir es doch. Genau, Danban, mach mal was. Hier, Kick. Dann mach mal das. Blutung, kriegen wir noch ein B? Nee, leider nicht. Macht aber nichts. Auch da ordentlich eine draufgegeben. Was ist los? Oh, wir sind immobilisiert. Scheiße, da können wir aber trotzdem heilen, eigentlich. Genau. Wie viele gibt's denn davon? Davon ist noch einer gespawnt, oder was? Danban! Überlebt den Scheiß, Mann! Ist der selten? Ach, das ist der faule Bluko! Ich verstehe! Ist ja super, dass wir den dann gerade erwischen. Danke für den Tipp! Doch gut, dass wir hier die Herausforderung schon haben. Komm hier, Kabau. Dreierkette, hört sich doch nice an. Machen wir mal mit Rot. Blutung.
Nochmal Blutung. Komm, noch ein B, oder? B, B, B. Nee, schaden nicht. Egal, das kriegen wir hin. Down ist er. Alles nehmen. Quest haben wir auch geschafft. Sehr gut, möchte ich meinen. Sehr gut. Gelbe Pollen. Ach, der ist down. Nee, lebt er? Der will uns gar nicht angreifen. Gut. Dann halt nicht. Gelbe Pollen haben wir genug, wenn ich das richtig deute. Was gehen wir hier? Grüner D-Raubsaft, feiner D-Raubkristall. Nicht schlecht, haben wir auf jeden Fall gute Sachen bekommen. Sehr schick, sehr schick. Haben wir das erledigt? Ob wir die Quest hier hinten auch im Dunkeln anfangen können? Das werden wir gleich rausfinden. So. Aber ich glaube, diese Sachen da, diese Seetang-Geschichte, die müssen wir, glaube ich, abgeben. Oh, oh, oh. Oh, warum läuft der denn jetzt da rum, ey? Das ist doch scheiße. Der ist so groß, dass ich auch überhaupt gar nicht weiß, wie seine Box ist. Sprich, ab wie nah man rangehen kann, damit sein Angriff da nicht triggert. Oh, was dreht er sich denn zu uns hin hier? Was soll denn das? Geh mal weg. Gehen hier mal außen rum. Scheiß drauf. Geben auch Fersengeld, falls wir angegriffen werden sollten. Müssen ja hier irgendwie dran vorbeikommen an dem Arsch. So. Und hier ist dann der Boss, auf den wir es eigentlich abgesehen haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Inklusive Zwischensequenz. Was denn? Da ist doch gar nichts. どういうこと？これがすべてテレシアの仕業だというのか。テレシアは周囲のエーテル場を吸収し枯渇させる。そうか。エーテル場が枯渇すれば周囲の生態系は大きく崩れてしまう。オッケー。知ってるよ。触覚を切り飛ばせば思考は読まれないってこともね。大丈夫。 このモナドさえあればきっと打てるさ。やつはそなたが倒した分身とは違う。そうやすやすと打ては死ない。だろ。分身とはいえ、シルクは一度はテレシアと真見えている。なぜあそこまで決然としていられる。自信、いや信頼か。 Ja, egal, Selbstvertrauen oder so Vertrauen. Vertrauen ist Vertrauen. Also kennt sie das Monado? Oh shit. Geht hier bitte ab. Riesig krasses Monstervieh jetzt. Ach du Scheiße. Oh, the fuck. Wie einfach. Mach keinen Kack, Mann. Wie doof. オッケー。やっぱり彼女触媒もカートリッジも使わずにエーテルエネルギーをコントロールできるんだわ。そういう力を持った者がいると聞いたことがあるが、あの子がそれともだ。シルク、ライン、カルナ、メリアを援護するぞ。ボーザ。はい。じゃあ、まあ、ローズね。 Okay, da würde ich sagen, das ist in Ordnung. Hirnschock, neue Technik gelernt, okay.
Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie die Leiste voll bekommen, damit wir Monado halt einsetzen können. Weil wir müssen diese Aura brechen, die er hat. Sonst sind wir rucki zucki im Eimer. Aus gut ist, dass wir Ricky jetzt mit dabei haben, damit der uns hier dementsprechend ordentlich versorgen kann. Denn er kann ja auch ein bisschen heilen zumindest und so weiter und so fort. Oh Gott. Danke für den Heal. Kriegt auf jeden Fall ordentlichen Schaden. Wir aber auch. Dann komm, ich will die Aura endlich kaputt machen. Oh shit, was geht denn hier für eine Action ab? Kriegst du ja Epilepsie? Was ist denn mit Dunban? Sind immobilisiert, das ist nicht so geil. Uns schnell heilen. Das gibt's doch gar nicht. Warum tut das Monado so langsam aufladen? Mann, 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 Mann. Bald wieder einen neuen Heal raushauen. Zwar auf Dunban diesmal. Gleich können wir Monado benutzen und seine Aura weghauen. Warum dauert das denn diesmal so lange, ey? Jawohl. Aura weg. Yeah, die Aura ist weg. Oh shit. Müssen gucken, dass wir uns schnell heilen, sonst sind wir in dem